der Dinosaurier-Duelland. My Valentine saß auf einem Hügel, um einen ruhigen Moment für sich selbst zu haben. Ich verstehe es nicht. Erstklassige Duellanten zu zerstören ist in der Regel so viel Spaß wie Winterschlussverkauf. Warum kann ich es nicht mehr genießen? Das sei es wegen dieser abscheulichen Punk Joey. Ich kann es nicht glauben, dass ein Amateur wie er mich schlug. Ich muss es diesem grinsenden Punk heimzahlen. In diesem Moment sprang Rex Raptor raus, den Mai auf den Weg zum Duelist Kingdom duellierte und besiegte und überraschte sie. Ich bin es, Rex Raptor, der Dino-Duelland. Und mir juckt es, das Match, das wir auf dem Boot begannen, zu beenden. Nein! Ich hatte dich bereits auf deinen Jurassic-Hintern gehauen. Glaube, was immer du willst. Du bist dabei, gestapft zu werden. Du glaubst, dass ich eine Minute mit einem Erbsengehirn wie dich vergelte? Verschwinde, Dino-Atem, husch, husch. Erbsengehirn? Ich war ein Finalist in der diesjährigen Landesmeisterschaft und ich werde dich auch wissen lassen, dass ich schon 5 Sternchips gewonnen habe. Mai hielt ihr Armband hoch und zeigte ihre Sternchips. Oh, wie hast du schon 8 Chips bekommen? Man möchte gern wie dich, die denken, dass wenn sie ein Mädchen duellieren, dass sie einige einfache Sterne bekommen. Ich habe nur einmal verloren. Aber sobald ich diesen Punk Joey finde, ist Payback angesagt. Joey Wheeler? Wie konntest du gegen ihn verlieren? Ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Das gibt mir eine Idee. Rex, ich stimme zu, dich zu duellieren, wenn du etwas für mich zuerst machst. Mai und Rex suchten nach Yugi und seinen Freunden. In der Hoffnung, Joey zu finden. Es dauerte nicht lange, bevor sie es taten. Ach, sag mir nicht, das ist, wer ich denke, es ist. Wie geht's dir, Joseph? Froh, mich zu sehen? Begeistert. Also, Joey, kämpft Yugi noch immer all deine Kämpfe für dich? Jeder weiß, dass wenn Yugi nicht da wäre, um deine Hand zu halten, hättest du mich nicht geschlagen. Ist es nicht so, Yugi? Stimmt nicht. Nur wirklich, dann schlage ich vor, er steigt hier und jetzt aus deinem Schatten raus. Wenn Joey denkt, dass er so hart ist, mal sehen, wie er für sich selbst spielt. Glaubst du, dass du den Mut hast, um in das Gesicht des Duellanten zu sehen, den ich für dich arrangiert habe? Ich duelliere mich auf Mais Auftrag, erkennst du mich? Das ist Rex Raptor. Diese Knalltüte soll mich erschrecken oder so? Ich wette, er ist nicht so hart. Erinnerst du dich nicht, Joey? Rex hat den 2. Platz bei den Landesmeisterschaften gemacht. Nun, Joey, musst du Mama um Erlaubnis bitten oder was? Das ist deine große Chance, dich zu beweisen. Oder ziehst du dich zurück? Mach dir keine Sorgen, Schwester. Ich werde dich stolz machen. Also gut, es ist Dino-Fütterungszeit. Lass uns duellieren. Bring es. Er macht Ödland. Dann mache ich Sogen.
Verdammt! Flammenmanipulator! Ach nee, das war was anderes. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ich warte damit noch. Nein. Unfair! Diesen Küken, das Küken hatte er nicht in der Serie. Zeitmagier und Fusion. Von hinten zweiten Baby. Ja, die guten alten Karten. Was? Okay, wir haben das Duell verloren. Ach, stimmt ja. Was bringt mir das? Der hat 2000 trotzdem und ich habe einen fucking Babydrachen. Und ja, ich muss den setzen, weil Babydrache ist mir zu wertvoll. Ich ziehe auch nur Schrott, ne? Ich brauche zwei Karten auf einmal. Um das zu überstehen, was jetzt auf mich zukommt. Das kann ich nicht überstehen. Nee, das war's. Ich habe die Seelentauschrate zu früh eingesetzt. Ich fange auch noch an, ne? Stimmt ja. Ach, mal sehen. Ich will aber trotzdem zwei setzen.
Ich habe Fusionsmaterialmonster, aber die passen nicht zusammen. Und ich will sie nicht riskieren. Merkst du nichts nicht drauf, Rexy? Ja, genau. Zweiter Zeitzauber. Ist mir jetzt gerade egal. Hauptsache er kriegt Schaden. Ich weiß, ich könnte mir Schaden machen, aber ich könnte eine Fusion machen, wenn ich die richtige Karte ziehe. Und für was? So, Kosten verringern. Nein, was mache ich denn da? Vergessen, eine Karte ablegen, um den Effekt zu nutzen. Ja. Okay, jetzt ist interessant. Endlich. Ich will es nur spannend machen. Wenn das Gehirn mal gerade nicht da ist, ne? Was willst du ausgraben? Der hat 1800 jetzt noch. Wenn ich das mache, bringt mir das eigentlich recht viel. Na komm, machen wir das. Ich kann zwar in der gleichen Runde nicht angreifen. Das ist mir wurscht.
Das sah so bedrohlich aus. Ja, Flammenschwertkämpfer. Er wird regeln. Wo bleibt dein Mohun? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich hab nichts gesagt! Da ist es, sein Mohun! Tschüss, Mohun. Tschüss, Rex. Ich glaube, du hast meine Sternchips gewonnen. Ach nee. Ich habe nicht nur deine Sternchips gewonnen, sondern auch deinen Rotäugigen. Das haben sie nicht erwähnt, dass es darum ging, aber natürlich weiß man das. Ah, wir können jetzt mit dem Rotäugigen spielen, ne?